Babyglück für die Schauspielerin. Was für eine Überraschung. Wie People berichtet, soll Schauspielerin Scarlett Johansson, 36, erneut Mama geworden sein. Die schönen Neuigkeiten soll Scarletts Manager Marcel Parisot bestätigt haben. Für sie und ihren Ehemann Colin Jost, 39, ist es das erste gemeinsame Kind. Aus einer früheren Beziehung hat sie bereits eine Tochter, Rose, 6. Welchen Namen ihr Baby trägt und ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ist bislang nicht bekannt. Scarlett Johansson behielt ihr Glück lange für sich. Dieses süße Geheimnis hat Schauspielerin Scarlett Johansson offensichtlich gut für sich behalten. Gerade erst soll Colin nämlich gegenüber Page Six bestätigt haben, dass die 36-Jährige schwanger ist. Nun scheint die Bilderbuchfamilie komplett, im vergangenen Oktober heiratete sie nämlich ihren Liebsten Colin. Im Mai 2019 hatte er ihr nach rund 2 Jahren Beziehung den Antrag gemacht. Er ist sehr charmant und aufmerksam und romantisch. Aber ja, ich war überrascht. Auch, wenn du dir ausmalst, wie der Moment sein könnte, ist es immer noch ein toller Moment. Wenn es dann passiert, schwärmte sie einige Monate später, im Oktober dann im Gespräch mit Ellen DeGeneres. Jetzt beginnt für die beiden Verliebten also ein neuer Lebensabschnitt als Eltern. Über die Erziehung ihrer Tochter Rose hat Scarlett bereits erzählt, die Kleine nicht dazu zu zwingen, gesunde Nahrungsmittel zu essen. Ich denke, es ist am besten, Kinder Nahrungsmittel entdecken zu lassen, ohne es wie eine Regel zu betrachten. Jeder hat einen anderen Geschmack, erzählte sie im Interview mit People. Na ja, bis ihr neues Baby die ersten Nahrungsmittel abseits von Milch probieren wird, wird es noch einige Zeit dauern.